Ja, Christian, ruhige Osterwoche. Die Formel 1 hat sich ein bisschen Osterruhe genommen, wenn es dann nächste Woche in Imola wieder losgeht. Aber eine heiße News gab es dann doch und die kam für mich jetzt dann doch ein bisschen überraschend. James Allison ist nicht mehr technischer Direktor von Mercedes-AMG Petronas. Für mich kam es tatsächlich auch überraschend, Kevin. Vor allem, und da hole ich jetzt gleich am Anfang mal aus, wie wir es ja so oft so gern machen, stopp mich in meinen Monologen gern. James Allison ist ja vor einem Jahr, wenn wir uns zurückerinnern, in der Corona-Pandemie, als das losgegangen ist und Toto Wolff nach Melbourne irgendwo auf einer Südseeinsel, soweit wir wissen, gelandet ist und da Zeit verbracht hat, hat ihn manchmal James Allison in den ersten Videomeetings vertreten. Das heißt, für mich hat es eigentlich eher so ausgesehen, als wäre James Allison ein logischer Kandidat eher für eine Nachfolge von Toto Wolff vielleicht sogar mal. Das ist im Übrigen auch noch gar nicht ausgeschlossen. Er wird jetzt Chief Technical Officer, das heißt, es ist eine übergeordnete Rolle zum technischen Direktor. Das wird Mike Elliott, auch einer, den auch James Allison schon sehr gut kennt. Die beiden haben zusammengearbeitet bereits. Also ich habe den Lebenslauf von Mike Elliott hier vor mir. Der hat angefangen 2000 bei McLaren. Da war James Allison noch nicht, aber dann 2008 kam er als Aerodynamiker zu Renault und da war der technische Direktor auch schon ein gewisser James Allison. Also der hat ja auch bei Lotus Renault schon gearbeitet. Da haben die zusammengearbeitet und sind dann auch Mike Elliott vor James Allison, aber bei Mercedes gemeinsam gekommen und wiederum war James Allison sozusagen der Chef von Mike Elliott. Jetzt werden beide um einen Schritt befördert. James Allison heißt, das zieht sich aus dem Tagesgeschäft so ein bisschen zurück. Jetzt kenne ich habe noch mit keinem der Beteiligten leider sprechen können. Ich kenne also nicht alle Hintergründe, aber für mich klingt es eher ein bisschen so, als würde James Allison sagen, ich möchte eine Spur kürzer treten, vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben auch für seine Kinder. Ich weiß nicht genau, was dahinter steckt, aber wir wissen ja, seine Frau ist vor ein paar Jahren tragischerweise gestorben. Für mich klingt es ein bisschen so, als möchte er eigentlich ein bisschen weniger machen und dann auch nicht unbedingt so, als würde er jetzt der nächste logische Teamchef sein, weil das hieße wieder sehr starkes Eingebundensein ins Tagesgeschäft. Also spannender für mich, auch überraschender Wechsel. Für einen war es nicht überraschend. Für Toto Wolff, der hat nämlich gesagt, er wusste da schon länger Bescheid, dass es war eine strategisch vorbereitete Entscheidung und nicht eine Kurzschlusshandlung. Das ist, glaube ich, relativ klar. Kannst du vielleicht nochmal kurz für die, die jetzt James Allison gar nicht so auf dem Schirm haben, vielleicht in den Podcast zum ersten Mal hören und zum ersten Mal hier auf dem YouTube-Kanal von motorsporttotal.com vorbeischauen, sagen, was James Allison für ein Typ ist, was der gemacht hat für Mercedes? Er kam, wenn wir uns zurückerinnern, da brauche ich wieder meinen Spickzettel, ich bin ja nicht so gut, was mein Gedächtnis betrifft, 2017 als technischer Direktor zu Mercedes. Wenn wir uns zurückerinnern, war das die Zeit, als das Team eigentlich am vermeintlichen Höhepunkt des Erfolgs war, als Ende 2016 das Reglement geändert wurde und wir zu diesen bulligen, breiten, superschnellen 1000 PS Autos gingen. Das war ja auch das letzte große Reformreglement sozusagen, das wir bekommen haben. Und genau zu dem Zeitpunkt ging der vorherige technische Direktor Paddy Lowe weg. Jetzt war Paddy Lowe bei Williams nicht wahnsinnig erfolgreich, aber wir dachten trotzdem, dass das möglicherweise auf die Performance des Mercedes-Teams einen Einfluss haben könnte, wenn er da weggeht. Es kam dann aber James Allison, der hatte zuvor bei Ferrari seinen Job als technischer Direktor niedergelegt, eben weil diese Tragödie mit seiner Frau passiert ist und weil er gesagt hat, ich möchte zurück nach England, ich möchte mich besser um meine Kinder kümmern können. Und da ist der Job bei Mercedes dann ganz gut Hand in Hand gegangen mit dieser tragischen Privatsituation. Und das, was beeindruckend ist, finde ich, und das war auch das erste Mal, wo man dann sagen muss, das war jetzt nicht mehr das Erbe von Ross Brawn, der das sozusagen alles in die Wege geleitet hat, mit diesen frühen Ressourcenumstellungen auf 2014, auf das neue Hybridformat, sondern da hat dieses Team Mercedes wirklich zum ersten Mal gezeigt, auch wenn man handelnde Personen an der Spitze des Managements austauscht, bleibt der Erfolg bei dem Team. Und da hat James Allison als Nachfolger von Paddy Lowe eine sehr wichtige Rolle eingenommen. Aber nichtsdestotrotz, der Kollege Tobi Grüner von Automotor und Sport hat es auch getwittert heute. So ein bisschen wirkt das ja doch auch schon wie so eine Hold Position eigentlich. Also du sagst zwar, es wirkt jetzt nicht so, dass James Allison dann der logische nächste Teamchef ist, aber wir wissen ja, dass Toto Wolff dieses Schema um sich herum und die Person um sich herum gerne immer gleich hat. Und Toto Wolff, lebendiger und ja, lebendiger, leidenschaftlicher Investor, der nun mal auch Teilhaber des Mercedes Formel 1 Teams ist, wird den Job des Teamchefs ja nicht mehr ewig machen. Also, um das mal ein bisschen rund zu machen, für mich ist James Allison nach wie vor der Kronprinz, was die Nachfolge von Toto Wolff angeht. Für dich nicht?
Ich habe das Gefühl, Stand heute tatsächlich nicht, aber gleichwohl können wir darüber eh nur spekulieren. Ja, also es kann auch gut sein, dass man jetzt sagt, liebe Claims, gehst aus dem Tagesgeschäft raus, machst dir ein, zwei Jahre ein bisschen ruhiger, kannst dich wieder um deine Familie kümmern, ein paar Hobbys machen und dann steigst wieder voll ein in der Rolle des Teamchefs, weil er bleibt ja in diesem Mercedes-Universum, auch als Chief Technical Officer wird er da, das heißt voll eingebunden ins Tagesgeschäft, eben nicht mehr, aber wird alles mitkriegen, was da ist. Sollte er wirklich in einer anderen Position zurückkehren, auch ins Tagesgeschäft wieder, müsste er sich also nicht erst neu einlernen. Also ich glaube, man hält sich auf jeden Fall alle Möglichkeiten frei. Von dem her würde ich das auch nicht ausschließen. Mein Bauchgefühl sagt, James Allison ist da eher jetzt nicht der richtige Kandidat dafür. Vielleicht liege ich aber auch komplett falsch, weil wenn wir uns zurückerinnern, hat Toto Wolff letzten Sommer ja schon mal gesagt, er hat da schon jemanden im Kopf, der das eines Tages machen könnte. Und wenn ich mir jetzt so die Kandidaten überlege, ist zumindest im aktuellen Mercedes-Team James Allison wahrscheinlich schon der Einzige, der dieses Profil hat, auch den Posten als Teamchef machen zu können. Also, ja, machen wir es kurz. Man kann nur spekulieren drüber. Ich glaube, sie halten sich sehr viele Avenues offen gerade. Lewis Hamilton, das nächste Thema, ja, hält sich auch alle Avenues offen, wenn man so will, alle Avenues zur Weltmeisterschaft in gewisser Weise. Also man hat wieder das Gefühl, dass ja, alle an ihnen vorbei müssen, wenn sie wirklich Weltmeister werden wollen. Und ich finde es ja ganz interessant, mal zu beobachten, und das fand ich ganz nett eigentlich, diese Woche so ein paar Interviews zu lesen, ein paar Artikel auch auf Formel1.de, motorsporttotal.com, wie andere so über Lewis Hamilton sprechen. Und wir hatten ja bei uns bei Starting Grid vor kurzem Mario Andretti da, der ja herausgestellt hat, dass Lewis Hamilton sportlich über alle Zweifel erhaben ist. Über das, den politischen Aspekt hat er auch gesprochen, hat sehr viele Kontroversen erzeugt. Aber was das Sportliche angeht, ich habe jetzt bei euch gesehen, Pedro de la Rosa, ja, ehemaliger McLaren-Mercedes-Testfahrer, der ja auch in gewisser Weise mit ihm auch zusammengearbeitet hat, der ist auch ziemlich begeistert von Lewis Hamilton. Ja, fand ich ganz interessant, was er im Podcast F1 Nation gesagt hat, nämlich, dass eine der großen Stärken von Lewis Hamilton nicht nur ist sozusagen der pure Speed, das brachiale Talent, sondern insbesondere auch mit den Reifen hauszuhalten und umzugehen. Und das wissen wir ja grundsätzlich schon, ja, weil ganz oft hatten wir die Situation, dass Valtteri Bottas einfach schon ein bisschen eingeknickt ist in der Performance, weil einfach bei ihm die Reifen nicht mehr den Grip gegeben haben. Und das hat ja einen Grund, weil da anders gefahren wird. Und Pedro de la Rosa hat das sehr im Detail erklärt und hat gesagt, der Fahrstil von Lewis Hamilton ist einfach eins der Geheimnisse, warum er nicht so darauf angewiesen ist, auf den Abbau der Reifen oder beziehungsweise warum er nicht so drunter leidet wie vielleicht andere Fahrer, weil Lewis es schafft, sehr viel Geschwindigkeit in die Kurve mit reinzunehmen. Ich mutmaße, das hat er nicht explizit gesagt, aber ich mutmaße, indem er sehr spät bremst. Es schafft den Speed einfach durch die Kurve mitzunehmen und dadurch nicht so darauf angewiesen ist, am Ende der Kurve wieder die Traktion zu entwickeln, ja, weil er sowieso gewissen Speed da hat und die Traktion ist ja das, wo die Reifen am meisten leiden. Das heißt, wenn du einen Fahrstil hast, der darauf aufbaut, dass du dich irgendwie über die Kurve nudelst und dann einfach möglichst schnell aus der Kurve wieder rauskommst, dann funktioniert das mit perfektem Grip, mit frischen Reifen am besten. Aber Hamilton ist wohl einer, und das fand ich sehr spannend an der Aussage von Pedro de la Rosa, der damit auch ganz gut umgehen kann und vielleicht ein bisschen besser als andere. Passt also, wenn er sagt, Bono Matthias Argon, dass es eigentlich nur Code ist für, eigentlich fühle ich mich ganz wohl und ich könnte noch 50 Runden weiterfahren. Und wenn es bei den anderen auch so ist, dann geil für mich, ja. Ja, ich finde das ja interessant, ne? Also dieser Aspekt von Lewis Hamilton, ich finde, der kommt auch immer mehr zur Geltung. Also es gibt immer mehr Rennen, wo er zeigt, wie gut er mit den Reifen umgehen kann. Und wir haben ja wenige taktische Elemente, die es tatsächlich gibt. Das sind halt die Reifen während eines Rennens. Und ist das dann etwas, wo du sagst, da kann selbst ein Max Verstappen, der ja für viele der logische einzige Konkurrent wirklich um den Weltmeistertitel ist, noch lernen? Also würdest du sagen, dass Max Verstappen da Schwächen in Anführungsstrichen hat? Ich weiß nicht, ob ich es tatsächlich als Schwächen bezeichnen würde, aber grundsätzlich mit Sicherheit. Wenn wir überlegen, Verstappen ist in seinem, ich glaube, siebten Jahr in der Formel 1, wenn Hamilton hat 2007 angefangen, das heißt, im Karrierestadium wäre der jetzt im Jahr 2014 bei Lewis Hamilton. Ja. Und ich habe auch gerade, bevor wir die Aufnahme hier gestartet haben, Kevin, den Beyond the Grid Podcast mir angehört mit den vier Mercedes Boys, wie sie es genannt haben, wo sie auch sagen, der Lewis, der zu uns kam, ist ein ganz anderer als der, den wir heute haben. Im Sinne von damals war Hamilton
Brechstange raus, möglichst jedes Rennen gewinnen. Und heute ist er viel, viel überlegter. Er denkt schon beim ersten Rennen der Saison in der ersten Runde drüber nach, wie werde ich Weltmeister und nicht zwingend, wie komme ich jetzt sofort an dem Typen da vor mir vorbei. Ich glaube, dass da auch Max Verstappen schon sehr viel gelernt hat in der Hinsicht und dass er für sein Alter auch schon extrem weit ist. Aber der Lernprozess endet nie. Und Lewis Hamilton hat ihm da einfach ein paar Jahre voraus, hat ihm vor allem auch sehr viel Erfahrung voraus. Gerade wenn es darum geht, auch was wir vorhin besprochen haben über Fahrstil. Hamilton hat schon so viele verschiedene Reglements durchgemacht in seiner Karriere, dass du, glaube ich, nicht nur lernst, wie du dich jetzt aktuell auf ein Reglement einstellst, sondern dass du auch den Prozess, sich auf was Neues einzustellen, einfach irgendwie ein bisschen verinnerlichst. Dass du durch Veränderungen im Reglement, durch Veränderungen von einem Auto zum nächsten einfach nicht mehr so aus der Ruhe gebracht wirst, dass du sagst, okay, funktioniert jetzt vielleicht nicht so gut, wenn ich spät in die Kurve reinbremse, muss ich mir was überlegen. Ich glaube, das kannst du einfach nur mit Erfahrung haben. Und das ist ja ein bisschen so bei allem im Leben, oder? Ja. Dass du sagst, wenn du geduldig bist, dann wirst du einfach immer besser in dem, was du tust. Vor allem dann, wenn du es schaffst, dass gleichzeitig nicht die Leidenschaft dafür abbaut. Und da wird Max Verstappen sicher auch noch besser werden. Und ein guter Rotwein. Ja, und etwas, was ich gelernt habe, nicht so verbissen zu sein. Also das ist ja, das passte dann genau zu dem, was die für Mercedes-Jungs bei Beyond the Grid gesagt haben, was aber auch mein Eindruck von Max Verstappen ist, dass er wesentlich weniger verbissen ist auf den Erfolg schon. Und dann kommt vielleicht manches ein bisschen anders zu dir, zu einem. Das können wir ja auch für unser Leben irgendwie mitnehmen. Also je weniger verbissen man an etwas arbeitet, desto eher kommt halt der Erfolg zu einem. Und das ist ja etwas, was sehr wichtig ist. Daniel Ricciardo, habe ich gelesen im Interview, hat gesagt, es gibt einfach keine Konkurrenten für Lewis Hamilton wirklich. Fand ich ein bisschen krass, weil es gibt ja durchaus Fahrer, die in der Lage sind, Lewis Hamilton Paroli zu bieten, vielleicht nicht über eine ganze Saison. Also auch da kann man natürlich wieder die Fußballanalogie wählen. Du kannst den FC Bayern vielleicht an einem Wochenende schlagen, aber über 34 Spieltage wird es halt für viele schwer. Ist es nicht eigentlich andersrum, dass Mercedes einfach keine Konkurrenten hat? Da bin ich näher bei dir als bei der Aussage von Daniel Ricciardo, die er in einem sehr spannenden Interview bei Square Mile, heißt das Magazin übrigens, gegeben hat. Und wo er sinngemäß sagt, es gibt viele Fahrer, wo er der Meinung ist oder die von sich selbst der Meinung sind, das weiß ich jetzt nicht genau, wie er es formuliert hat, dass sie Lewis Hamilton schlagen können. Ich glaube das auch, wenn Daniel Ricciardo zum Beispiel Teamkollege von Lewis in Mercedes wäre, dass der ihn durchaus an gewissen Tagen schlagen würde, wie auch Nico Rosberg das ja geschafft hat. Aber ich glaube, über die Dauer von mehreren Jahren, Nico Rosberg hat es ja zum Beispiel auch über eine ganze Saison sogar mal geschafft, mit ein bisschen Glück und so weiter, das müssen wir jetzt nicht zu Ende diskutieren. Aber über die Dauer von mehreren Jahren sehe ich nach wie vor noch keinen, der ihm das Wasser reichen kann. Vielleicht Max Verstappen, das ist eine Frage, die wir wahrscheinlich nie beantwortet bekommen werden. Aber ja, die Aussagen von Ricciardo, glaube ich, die ich sehr spannend finde, muss man auch wahrscheinlich ein bisschen vor dem Licht betrachten, dass er natürlich an sich selbst glauben muss. Und er kann dann ja nicht einfach zähneknirschend sozusagen akzeptieren in dem Interview, ja, Lewis ist der Beste und gegen den ist kein Kraut gewachsen. Ich glaube, das hängt auch ein Stück weit mit dieser Perspektive zusammen, die ein Fahrer fast haben muss und die auch wirklich haben, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die sich das nur einreden. Ich glaube wirklich, dass fast jeder von den 20 für sich selbst überzeugt ist, wahrscheinlich sogar Valtteri Bottas immer noch, dass er Lewis Hamilton schlagen könnte. Ja, es ist schon interessant zu beobachten, wie gerade die Teamkollegen dann von Lewis Hamilton reagieren auf sowas, ne? Also ich meine, im Endeffekt müssen wir alle davon ausgehen, dass der erste Konkurrent, der Lewis Hamilton wirklich schlagen kann, ist der mit demselben Auto fährt. Ja, und das ist nun mal der eine, der es nicht schafft, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt letztens nochmal, ich glaube bei Sky Sport F1 war das, Inside Tracks Hockenheim 2018. Wann war Valtteri It's James? Ich glaube, das war 2018 müsste es gewesen sein. 2019, eins von den beiden. Und du merkst einfach den Bruch. Ne, es muss 18 gewesen sein. 19 war Ferrari schon nicht so gut. Oder 19. Ist ja auch egal. Jedenfalls habe ich dann das Gefühl gehabt, dass das der Moment war, wo Valtteri Bottas tatsächlich gebrochen ist. So auf kurz oder lang kannst du es einfach schlecht aufholen. Wäre ganz interessant, Daniel Ricciardo mal in den Mercedes zu sehen. Er hat noch eine interessante Aussage getätigt, Daniel Ricciardo, wo ich 100% mitgehen würde. Nämlich, dass die Social-Media-Abteilung der Formel 1. Ich würde jetzt in der krassen Wortwahl, die er genannt hat, die man jetzt hier schwer wiederholen kann, nicht sehr nett dem gegenüber, würde ich jetzt so scharf nicht sein, aber die Kritik, die er äußert, dass man in die Top-Szenen der Saison 2020 von 10 Stück 7 Unfälle hatte, ist tatsächlich eine Kritik, die sie annehmen müssen, finde ich.
bin ein bisschen anderer Meinung, Kevin, und das ist auch schön. Ich muss zugeben, ich habe es mir im Detail noch nicht angeschaut, aber mein Kollege Norman Fischer hat und hat mir darüber berichtet heute. Also tatsächlich war es so, glaube ich, Ricciardo hat gesagt 8 von 10, oder? Im Interview, 8 von 10, oder 7 ja. von 10, ich weiß nicht genau. Tatsächlich waren es aber nur 6. Also das ist schon ein bisschen anders, als er das transportiert. Und es ist schwierig. Also klar, Crashes sollen nicht das Hauptinteresse am Sport ausmachen. Gleichermaßen glaube ich, dass wir alle nicht leugnen können, dass es gerade die kuriosen, die besonders spektakulären Szenen sind, die insbesondere die Leute für den Sport begeistern, die sich jetzt nicht ständig dafür interessieren. Also wenn die Formel 1 so ein Video macht mit den 10 Highlight-Situationen, willst du natürlich wahrscheinlich auch ein Publikum erreichen, das jetzt nicht unbedingt unser Publikum hier ist, ja, die mutmaßlich sehr, sehr intensiv sich und sehr regelmäßig mit dem Thema Formel 1 auseinandersetzen, sondern ich glaube, da möchte man das gleiche Publikum erreichen wie mit Drive to Survive, also sprich meine Mama oder meine Freundin, ja, und dann catchst du die halt am ehesten mit solchen Geschichten. Das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Deswegen teile ich die Kritik von Daniel Ricciardo nicht unbedingt. Was ich schade finden würde, wäre, wenn solcher Content anderen Content verdrängt. Das sehe ich aber aktuell noch nicht. Ja, ich glaube, das kann sich ganz gut ergänzen und nebeneinander herspielen. Ja, das Video, um ehrlich zu sein, über das wir gerade sprechen, habe ich mir leider, wie gesagt, noch nicht angesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es letztes Jahr auch wirklich genug schöne Überholmanöver, Boxenfunk-Szenen gegeben hätte. Ich bin mir sehr sicher, man hätte auch 15 Szenen machen können und trotzdem bei den 6 Crashes bleiben. Dann wäre es ein bisschen ausgewogener gewesen vielleicht. Aber ja, wie gesagt, ich sehe das nicht so eng, wie es Daniel Ricciardo hier tut. Warum es auch interessant ist, was er gesagt hat, ist ja, dass er einer der größten Kritiker der Regie am Bahrain-Wochenende war, als Romain Grosjean seinen großen Unfall hatte, weil die Fahrer halt am Grid standen und auf dem Video-Walls immer und immer wieder diesen Unfall gesehen haben. Ich glaube, dass noch diese Situation ein bisschen bei ihm nachgeschwungen hat und dass er sich auch deswegen ein bisschen mehr über dieses Video geärgert hat. Ich wage die Theorie, hätte es den Unfall in Bahrain und diese Situation, die er damals schon kritisiert hat, nicht gegeben, dann hätte er die Kritik heute wahrscheinlich auch nicht geübt. Ein Thema haben wir noch, Sebastian Vettel. Du hast ein sehr, sehr emotionales Interview mit Dr. Helmut Marko geführt. Und da würde ich ganz gerne mal ganz kurz eine Stelle von einspielen. Also, ich war ja der Meinung, habe ihn auch das gesagt, er soll sich ein Jahr Auszeit nehmen, soll sortieren, soll sich selbst fragen, was er will. Und dann, ich glaube, dass im nächsten Jahr einiges möglich ist innerhalb der Formel 1 und hat er nicht gemacht. Ja, diese Emotionen bei Dr. Helmut Marko, wenn es um Sebastian Vettel geht, da frage ich mich ja, Mensch, Helmut, warum hast du ihm keinen Vertrag bei Red Bull gegeben? Ich glaube, dass es durchaus einen Zeitpunkt gab. Das hat ja letztes Jahr auch ein bisschen für Diskussionen gesorgt, wo das vorstellbar war. Ich möchte das aber jetzt hier gar nicht nochmal vertiefen, weil ich nicht im Nachhinein meine Geschichte retten möchte. Aber das zeigt schon ein bisschen, dass die sich sehr nahe sind und immer noch sehr verbunden sind. Ich habe auch das Gefühl gehabt, es hat bei ihm ja dann das Telefon geklingelt. Und das hat ihn so ein bisschen aus diesem emotionalen Moment wieder rausgeholt. Ich fand das übrigens extrem sympathisch. Die beiden, die ja dieses berühmte Podium in Abu Dhabi 2010 so stark verbindet. Ich glaube, das ist einer der Karrierehöhepunkte von Helmut Marko, der auch Le Mans gewonnen hat als Aktiver. Aber da geht mir heute noch Gänsehaut runter. Man darf ja nicht vergessen, Helmut Markos Red Bull Junior Team stand scharf in der Kritik, bis Vettel kam. Und da wurde sozusagen der erste Red Bull-Fahrer Sebastian Vettel zum Weltmeister gekrönt. Also das ist eine große Geschichte, die beiden verbindet und die man in diesem Interview tatsächlich gesehen hat. Er wird mir wahrscheinlich im Nachhinein erzählen, ich habe doch nur schlucken müssen oder so irgendwie, keine Ahnung. Ich fand ein bisschen Emotionen, hat man da schon gesehen und fand das sehr, sehr sympathisch. Und bin auch der Meinung von Dr. Marko, dass Sepp vielleicht eine Auszeit irgendwie ganz gut getan hätte, weil im Hinblick aufs nächste Jahr hätte er sich anschauen können, was mache ich, hätte sich auch klar werden können, was will ich mit meinem Leben überhaupt anstellen, will ich überhaupt nochmal einsteigen. Macht ja jetzt auch mit Biobar und so, ja, das hätte dann vielleicht schon intensiver machen können und dann sagen, so passt, ich steige jetzt wieder ein oder auch nicht. Aber gut, wie es ist, ist es. Jetzt ist es anders. Jetzt sitzt er im Aston Martin und ich glaube immer noch, es wird besser, als die meisten denken. Schauen wir mal, Imola ist eh schon bald. Was sagt das über Mattia Binotto aus, dass er sich hat hinreißen lassen zu einem Kommentar à la, jetzt können wir endlich auf beide Fahrer zählen?
Fand ich unnötig, Kevin. Ja. Ich weiß nicht, da würde mich auch deine Meinung interessieren. Ich fand es ein bisschen unnötig, weil man ja schon wusste, letztes Jahr ist mit Sebastian Vettel die Trennung nicht allzu glücklich gelaufen. Und wenn man wirklich menschliche Größe hätte, finde ich, dann würde man sich jetzt solche Nachtritte sparen. Weil ich meine, es hat ja jeder gesehen. Und so gesehen ist die inhaltlich richtig. Ja? Es hat ja jeder letztes Jahr gesehen, dass es mit Vettel halt nicht so geklappt hat, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich glaube, größer wäre es gewesen, wenn man sich das jetzt einfach sparen würde, weil, und das sollte man bei aller Kritik, die es vielleicht auch aus Italien an Sebastian Vettel gibt, der ist, glaube ich, der Ferrari-Fahrer mit den dritten Siegen oder den drittmeisten Siegen in der Ferrari-Geschichte nach Michael Schumacher und Niki Lauda. Also das, ja, kann man auch anders handhaben, wenn man Größe zeigen möchte. Das ist in dem Fall meiner Meinung nach nicht passiert. Ja, wie siehst du das, Kevin? Würde mich echt deine Meinung interessieren auch. Also erstens bin ich überhaupt kein Freund von in der Öffentlichkeit nachtreten. Das finde ich, gehört sich einfach nicht, muss ich sagen. Also wenn man sich trennt, dann sollte das intern bleiben. Dann ja, zeigt das für Mattia Binotto dieses Bild des schwachen Ferrari-Teamchefs, dass er sonst auch immer abgibt. Also ich nehme da jetzt als Vergleich Maurizio Arrivabene, der war sicherlich auch kein hervorragender Teamchef für Ferrari. Aber ich würde fast Geld darauf wetten, dass Maurizio Arrivabene dieses Interview nicht so gegeben hätte, weil der einfach es besser weiß. Und ich verstehe, dass Mattia Binotto sein Standing irgendwie stärken muss, auch ein Stück weit, und diese Stärke zeigen muss, die er, finde ich, vermissen lässt. Das aber auf dem Rücken von Sebastian Vettel zu tun, fand ich ziemlich schwach. Aber wie gesagt, es passt einfach in das Bild von Mattia Binotto. Und ich weiß aber auch tatsächlich nicht, ob das unbedingt gut ist für die beiden Fahrer, die jetzt da sind. Weil wenn es jetzt für einen irgendwann in der Saison nicht funktionieren sollte, wird er sich genau an diesen Worten irgendwann messen lassen müssen. Und dann werden die Fragen kommen von Journalisten wie dir. Mr. Binotto, questions to Mattia, müsst ihr dann sagen. Falls er gerade im Raum ist. Falls er gerade im Raum ist. Was ist los? Also jetzt kannst du dich auch nicht auf die beiden Fahrer verlassen. Was machst du denn jetzt? Also nimmst du die Worte dann zurück oder was machst du dann? Also ich finde das immer sehr schwierig, weil man wird an diesen Worten dann halt auch irgendwann in Zukunft immer gemessen. Und das kommt immer zu einem zurück. Das ist leider so. Eins muss man vielleicht noch schützend ergänzen sozusagen, Kevin, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ist, ob er das wirklich aus Kalkül gesagt hat, um nochmal nachzutreten, oder ob ihm das eher so ein bisschen rausgerutscht ist im Versuch, Carlos Sainz eigentlich eher zu loben. Also das, ich möchte ihm die Bösartigkeit noch nicht hundertprozentig unterstellen, aber unglücklich in der Optik ist es auf jeden Fall. Ich denke auch. Ja, Sebastian Vettel und Aston Martin, es wird uns weiter begleiten im Podcast bei Starting Grid oder auch auf unserem Zoom-Format hier bei motorsporttotal.com, dem YouTube-Kanal, den ihr jetzt abonnieren solltet, die Glocke betätigen solltet, damit ihr kein Video mehr verpasst. Es lohnt sich, könnt ihr sicher sein. Ebenso natürlich gerne den Podcast abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de, würde uns auch sehr freuen. Und Christian, ich würde sagen, wir machen nächste Woche an dieser Stelle hier weiter. Dann steht der große Preis von der Emilia-Romagna an in Imola. Und ich glaube, dann wird es auch wieder ein paar mehr Themen geben. Denn die Ruhe in der Formel 1, Christian, ich glaube, die ist bald vorbei. Absolut. Und ich freue mich wahnsinnig auf den nächsten Act, Red Bull gegen Mercedes. Ich freue mich auch auf Ferrari zu Hause, ob die Aufwärtskurve bestätigen können so ein bisschen. Also ich glaube, es wird ein schönes Wochenende. Hoffentlich auch mit einem halbwegs spannenden Rennen. Da bin ich mir wiederum nicht so sicher. Aber wenn es denn zumindest im Kräfteverhältnis einigermaßen elektrisierend zugeht, dann können wir uns trotzdem darauf freuen. Und Imola 2005, ja, da hat auch gezeigt, dass ein Rennen auch spannend sein kann, wenn man nicht überholt. Alonso gegen Schumacher, für die sich nicht dran erinnern. Ich habe ein bisschen Gänsehaut gerade bekommen, Christian, als du das gesagt hast. Also, wir wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und tschüss.